einfach anfangen, die erste Frage zu stellen. Und die ist, glaube ich, eine Frage, die gestern auch schon aufgekommen ist in der Debatte im Kreisgeforum. Und ich, oder wir haben uns halt gefragt, wie Sie im Rahmen Ihres Konzepts oder mit Ihren Begriffen den Umstand fassen können, dass PopulistInnen sozusagen nicht nur angeben, das reine, wahre Volk zu repräsentieren, sondern dass sich Menschen unter Umständen tatsächlich repräsentiert fühlen. Natürlich ist das ein sozusagen Identitäts- und Identifikationsangebot, das offensichtlich für manche Leute attraktiv ist. Oftmals wissen wir natürlich nicht ganz genau, was genau da attraktiv ist. Also es ist ja immer so ein Kurzschluss, dass man sagt, aha, weil gewisse Personen gewählt werden, können wir sofort schließen, die sind alle Ressentiment geladen, frustriert, wütend, vielleicht Ausländerfeinde und so weiter. Das folgt ja nicht automatisch. Es gibt ja auch genug Leute, die in gewisser Weise protestieren wollen, die sagen, das ist im Moment die einzige Möglichkeit, es mal gewissen anderen Parteien zu zeigen. Es kann auch Partikularinteressen geben, die vielleicht nur von Parteien vertreten werden, die gleichzeitig auch diesen populistischen Anspruch stellen. Das heißt aber nicht, dass die Wähler dann automatisch immer sozusagen mit dem ganzen Paket übereinstimmen. Deswegen denke ich, ist es auch ein Fehler, sozusagen aufgrund vom Erfolg von Populisten ganze Teile einer Bevölkerung quasi moralisch zu diskriminieren und zu sagen, naja, aber ihr seid ja quasi alle auf dem Weg in den Faschismus, mit euch reden wir erst gar nicht mal. Das halte ich für grundfalsch. Ich denke, man verwickelt sich in seinen Widerspruch, wenn man sagt, wir sind gegen Populisten, weil sie moralisch ausschließen. Und was machen wir jetzt als Antwort darauf? Wir schließen die jetzt wiederum moralisch aus und gleichzeitig alle ihre Wähler mit. Das scheint mir ein Grundwiderspruch zu sein, auf den man sozusagen sich nicht einlassen sollte. Okay, und also wenn ich das jetzt richtig verstehe, können die Gründe, warum Menschen Populistinnen wählen, einfach vielfältig sein. Und man sollte sozusagen, wenn man den Blick darauf richtet, das nicht zum zentralen Fokus machen, sich damit zu beschäftigen, warum exakt Leute Populistinnen wählen. Sehe ich das richtig? Also verstehe ich das jetzt richtig? Natürlich sollen wir so viel empirische Forschung betreiben wie möglich und genau herausfinden, was Leute denken, auch wie die sich selbst wahrnehmen. Es ist ja häufig so, das hat man zum Beispiel bei Phänomenen wie Pegida gesehen, dass zum Teil die Leute sich genau als diejenigen wahrnehmen, die sozusagen zum Beispiel von der politischen Bildung immer gefordert werden. Also man sagt, dass sie im Grunde sagen, nein, wir engagieren uns doch. Wir denken doch über das große Ganze nach. Es stimmt doch gar nicht, dass wir alle Modernisierungsverlierer sind und Ressentiment geladen. Wir machen genau das, was sozusagen man den Bürgern immer abverlangt hat, nämlich uns sozusagen über das Schicksal des ganzen Landes Gedanken zu machen und so weiter. Wenn das der Fall sein sollte, was man ja vorher nicht immer weiß, man muss ja erst das Gespräch suchen, sich erstmal darauf einlassen, dann denke ich, kann man auch mehr Ansatzpunkte haben. Wogegen ich mich nur wehre, ist so dieses pauschale moralische Urteil von wegen, naja, das sind so die völligen Schmuddelkinder, wer da irgendwie mitmacht, der ist sofort außen vor. Das kann man nicht machen. Man muss sich, denke ich, auch dann mit den Repräsentanten dieser Wähler auf jeden Fall auseinandersetzen. Die haben einen Anspruch darauf, denn sie repräsentieren ja auch Bürger. Nur mit Populisten reden heißt nicht wie Populisten reden. Man muss dann nicht deren Problembeschreibungen übernehmen. Man muss nicht sozusagen auf alles plötzlich ein, mit allem plötzlich übereinstimmen. Man muss ihnen um Gottes Willen nicht hinterherlaufen. Das haben wir ja auch oft genug gesehen, dass sozusagen in letzter Sekunde entdeckt Präsident Sarkozy, dass der Front National doch mit allem Recht hat und wir müssen jetzt ganz hektisch irgendwelche Sachen machen, die dem FN dann auch gefallen und dann gebe ich den Wählern. Sowas funktioniert, das können wir inzwischen, glaube ich, ganz gut behaupten, so gut wie nie, dann sagen die Leute, dann wähle ich doch lieber gleich das Original anstatt die Kopie. Also Auseinandersetzung heißt nicht kopieren, heißt nicht sozusagen dann alles akzeptieren, was die Parteien sagen und so weiter. Aber diese Geste von wegen, naja, die sind irgendwie alle moralisch so widerwärtig, dass man gar nicht erst reden darf, das halte ich für falsch. Vielleicht genau an diesem Punkt auch gleich einhaken, dass Sie machen in dem Essay sehr klar, für welchen Umgang mit Populistinnen sie stehen, nämlich das Suchen eines Diskurses, eines Gesprächs und verweisen auch immer wieder darauf, dass wenn es zu extrem wird, staatliche Strukturen, sprich das Recht, in welcher Form auch immer greifen wird. Nun finden wir aber momentan auch immer wieder Situationen vor, in denen es eben nicht der Fall ist. Also Gespräche, der Diskurs nicht funktionieren und das Recht auch eigentlich nicht greift. Was machen wir? Das hängt, denke ich, schon sehr von verschiedenen nationalen Situationen ab. Also es gibt ja in manchen Ländern dann die wehrhafte Demokratie, wo man wirklich sagen kann, gut, das hat also eine Grenze überschritten. Hier gibt es, wie ist es dann zum Beispiel
in Deutschland der Fall ist, ganz klar eine aktiv-kämpferische Grundhaltung, mit der die Demokratie abgeschafft werden soll. Wenn der Punkt wirklich erreicht sein sollte, dann muss man eigentlich nach Karlsruhe gehen, außer man sagt, das ist so unbedeutend eigentlich im Gesamtzusammenhang, macht es besser nicht. Das ist natürlich nicht in jedem Land gegeben. Da gibt es dann ganz verschiedene, auch rechtliche Strategien. Ich denke, es gibt häufig auch die Möglichkeit vielleicht, aber vielleicht ist es auch eine fromme Hoffnung, dass man sagt, gut, es gibt politische Gebilde, die können noch in die Richtung gehen oder in eine andere Richtung gehen. Also auch wenn Sie mir das auch mal verzeihen, den deutschen Kontext einzubringen, es ist ja noch denkbar, dass zum Beispiel die AfD eine Partei wird, die ganz klar rechts von einer doch zum Teil nach links gerückten CDU sich positioniert. Muss einem nicht gefallen, gefällt mir persönlich nicht. Aber gut, die sind dann halt gegen den Euro, die haben sehr konservative Moralvorstellungen. Aber da denke ich, wäre es völlig falsch zu sagen, ah, das ist quasi alles antidemokratisch und faschistisch und es darf keiner sagen, es darf keiner europäische Einigung kritisieren und so weiter. Also dann denke ich, tut man sich keinen Gefallen. Nur, wenn es dann so die Gelegenheiten gibt, zu sagen, Moment, hier schlägt also ein letztendlich legitimer Beitrag zu einer demokratischen Debatte um in etwas anderes. Dann denke ich, haben Politiker auch die Pflicht, da sofort einzuhaken und zu sagen, Leute, Bürger, passt mal auf, hier haben wir es plötzlich mit was anderem zu tun. Also wenn beispielsweise man nicht nur sagt, wir sind gegen weitere Einwanderung, weil unser Land kann es nicht mehr verkraften. Kann man vertreten, kann man auch gute Gründe dagegen haben, aber es wäre, denke ich, ein Schnellschuss, jetzt sofort zu sagen, nein, das ist automatisch, da darf man gar nicht drüber reden. Aber wenn dann zum Beispiel gesagt wird oder so angedeutet wird, es gibt ein Projekt, das deutsche Volk auszutauschen, da denke ich, muss auch jeder Politiker, auch jeder Journalist sofort einsteigen und sofort sagen, Moment, das ist Verschwörungstheorie. Damit sozusagen behaupten sie ja, wir leben in einer Fassadendemokratie, da passiert eigentlich was ganz anderes hinter den Kulissen. Damit sozusagen delegitimieren sie ein System, in dem sie irgendwie mitspielen, aber irgendwie auch nicht mitspielen wollen. Und dann plötzlich ist die Rede von Revolution und Widerstand und solchen Sachen. Da kippt es dann wirklich um. Und natürlich haben Sie recht, wenn Sie jetzt mir auch sagen würden, gut, aber viele Parteien versuchen natürlich auch das Spiel zu betreiben, das zu so changieren zwischen beidem hin und her, so respektable Seite für die eher bürgerlichen und dann aber auch die revolutionäre Seite für die, denen halt das Revolutionäre mehr gefällt. Aber ich denke, das funktioniert zum Teil auch nicht ewig, weil genug Leute müssen sagen dann auch, okay, womit identifiziere ich mich denn vielleicht hier eigentlich? Und dann gibt es vielleicht genug Leute, die sagen, gut, ich möchte vielleicht diese konservativ-bürgerliche Sache, aber ich möchte eigentlich nicht Leute, die sozusagen ständig unsere Demokratie in Zweifel ziehen und delegitimieren. Also da denke ich, haben Politiker, Medien, aber auch Bürger, die sich damit auseinandersetzen, denke ich, schon eine gewisse Pflicht, immer genau hinzuhören und diese neuralgischen Punkte zu identifizieren und da einzuhaken und da zu sagen, Moment, jetzt haben wir es nicht mehr mit dem normalen demokratischen Diskurs zu tun, hier passiert auf einmal was ganz anderes. Und dann auch die Gefährlichkeit dessen klar zu kennzeichnen. Mich würde interessieren, wie man, weil Sie schreiben in Ihrem Buch ja auch, dass man sozusagen im Rahmen dieser demokratischen Debatten vielleicht Populistinnen dazu bewegen könnte, ihren Alleinvertretungsanspruch aufzugeben. Und meine Frage geht jetzt dahin, wenn Sie das sagen, dann inkludiert es ja auch irgendwie, dass Populistinnen dementsprechend darauf reagieren müssten. Aber warum sollten Sie das tun, wenn Ihre populistischen Strategien dermaßen erfolgreich sind? Also es ist ja viel eher vielleicht das Gegenteil zu beobachten, nämlich dass viele Parteien sagen, eben Peter Bils gestern, man braucht vielleicht den Linkspopulismus, viel eher Parteien sagen, man muss sich eine populistische Artikulationsweise aneignen. Also inwiefern, meine Frage ist jetzt, inwiefern ist es dann realistisch, dass man das erwartet, dass Populistinnen in der Form darauf reagieren? Ich denke, sozusagen, wen man damit eigentlich adressiert bei diesem Gedanken, das sind nicht die populistischen Parteiführungen. Das ist sehr unwahrscheinlich, dass die plötzlich ein Erweckungserlebnis haben und sagen, ach ja, stimmt ja doch, ich hätte mal bei der politischen Bildung besser zuhören sollen, dass es das Volk im Singular gar nicht gibt, sondern das Volk tritt nur im Plural auf. Jetzt habe ich es verstanden, vielen Dank, ich ordne mich jetzt sozusagen pluralistisch in unsere Demokratie ein und erkenne auch die Legitimität der anderen einfach so an. Das mag passieren, das wäre schön, wenn es mal so passiert. Aber ich denke, die eigentlichen Adressaten sind die Bürger, wo man sagt, gut, wollt ihr das denn wirklich? Wollt ihr denn sozusagen wirklich immer diese Verschwörungstheorien? Wollt ihr diesen totalen Ausschluss von gewissen Leuten? Und da denke ich, da sozusagen, da spielt sich die Debatte ab. Das sind sozusagen, das ist dann das in Anführungszeichen Publikum, an das man sich eigentlich wendet. Und es gab ja auch schon Fälle, wo man doch irgendwo in der Lage war zu sagen, gut, es gibt dann vielleicht eine Alternative, die mag einem persönlich auch nicht gefallen.
Aber die ist dann nicht mehr so gefährlich, so populistisch oder in manchen Fällen auch, denken Sie an Belgien zum Beispiel, so eindeutig rassistisch. Wo also es gab den Flams Belang, Flams Blok früher, wo man gesagt hat, okay, habe ja auch damals berühmterweise einen Cordon Sanitaire gemacht, auch richtigerweise, finde ich, und gesagt, das geht, mit denen kann man einfach so nicht zusammenarbeiten. Und irgendwann ist aber eine andere Partei erschienen, die sozusagen dann auch dieses Bedürfnis nach flämischem Nationalismus abgedeckt hat. Wie gesagt, muss einem nicht gefallen, aber das war dann nicht automatisch gefährlich auf eine Weise, wie Flams Belang gefährlich war. Und der damit dann auch ein bisschen runtergegangen ist, hat man gemerkt, okay, diese Wähler haben das offenbar auch so akzeptiert und haben gesagt, da fühlen wir uns vertreten. Und diese richtig harte rassistische Linie wollten wir vielleicht gar nicht. Oder wir haben irgendwie auch eingesehen, dass das so ein Land wollen wir eigentlich dann doch nicht. Ja, und was, wie soll das denn aussehen? Dass alle Leute, die irgendwie anders ausschauen, die werden jetzt rückgeführt und die Nationalmannschaft sieht dann auch plötzlich völlig anders aus. Also da, denke ich, muss man einhaken. Ich glaube, es hat keinen Sinn, dass man sozusagen gegenüber den populistischen Führern dann so moralisierend auftritt und also Vorlesungen über Demokratie hält. Kann man probieren, sollte man probieren, aber die Erfolgsaussichten sind wahrscheinlich nicht sehr groß. Das heißt, das Zentrale ist, auch den Wählerinnen und Wählern die Gefährlichkeit von Populismus zu kommunizieren. Wäre das so gut zusammengefasst? Das ist ganz wichtig, aber das ist auch sehr schwierig, ja. Weil wir erleben es ja heute auch sehr häufig, dass sich dann die anderen Parteien zusammenschließen, zum Teil auch mit so einem gewissen Feel-Good-Effekt, wo sie sagen, wir sind jetzt die moralisch Guten, unsere ganze Existenzberechtigung ist jetzt, diese eine schlimme Partei zu verhindern. Und sozusagen der Effekt davon ist natürlich, zumindest auf einer Ebene auch, dass man den Populisten in die Hände spielt. Denn die Populisten sagen natürlich dann sofort, aha, schaut mal, liebe Wählerinnen und Wähler, haben wir euch doch schon immer gesagt. Die anderen Parteien sind eigentlich alle gleich. Das sieht so aus, als gäbe es da große Unterschiede. Es sieht so aus, als hättet ihr wirklich Wahlmöglichkeiten. Aber guck mal, wenn es um ihre Privilegien geht, dann schließt sich die Kaste als eine zusammen. Das sagt ja zum Beispiel im italienischen Kontext Grillo, der sagt, guck mal Leute, wer hätte gedacht, Berlusconi und Renzi können auf einmal zusammenarbeiten. Und genauso auch in anderen Kontexten, wo man dann sozusagen den Populisten auch so eine gewisse Vorlage gibt, um zu sagen, aha, schaut mal, diese Elite, wie wir sie euch beschrieben haben, gibt es in dem Sinne wirklich. Also da muss man auch auf die Einzelfälle eingehen, da kann man nicht pauschalisieren, von wegen, das sollte man nie machen und so weiter. Aber man sollte sich zumindest dieser Gefahr auf Seiten der demokratischen Akteure auch bewusst sein, dass man also damit noch nicht so viel gewonnen hat, zu sagen, wir sind jetzt die moralisch gute Front und damit treiben wir die jetzt so vor uns her. Es kann genauso gut in die andere Richtung gehen dadurch. Und von welcher Seite muss das artikuliert werden, kann das artikuliert werden? Sind es die anderen Parteien, sind es Politikerinnen, ist es die Zivilgesellschaft? Also sehr pauschale Antwort, es sind wir alle. Also wir können das auch nicht delegieren in gewisser Weise. Natürlich sind es in erster Linie Politiker, die natürlich immer sofort im Verdacht stehen, dass sie ja nur ihre eigenen Privilegien erhalten wollen, dass sie das ja nur sagen, weil da irgendwie ein gefährlicher Newcomer kommt. Also das ist dann immer sehr zweischneidig natürlich. Aber ich denke, Zivilgesellschaft ist besonders wichtig, weil man dann ja auch sagen kann, gut, das sind nicht nur die Altparteien. Ja? Das sind wirklich Leute, die auch zum Volk gehören. Schaut mal, sozusagen, wie ihr das Volk beschreibt, das stimmt so gar nicht. Das kommt in diesem Fall wirklich von unten. Das ist nicht alles staatsfinanziert, das ist nicht alles irgendwie Social Engineering von irgendwelchen Parteien, sondern so sieht unsere Gesellschaft wirklich aus. Und dann hat man vielleicht auch eher eine Chance, in ein Gespräch einzusteigen, als dass bei Politikern es sowieso wahrscheinlich immer weniger geht. Die haben auch ganz andere Sachen zu tun zum Teil. Aber Zivilgesellschaft, dass man sagt, gut, vielleicht die Temperatur mal ein bisschen runterfahren und sozusagen, wie schaut denn eigentlich eure Vorstellung auch von Identität aus? Wie schaut unsere aus? Natürlich kann man das nicht so einfach verhandeln wie materielle Interessen, wo man sagen kann, gut, naja, verhandeln wir mal und dann am Ende haben wir irgendwie ein Ergebnis, mit dem alle leben können. Ich will das nicht sozusagen auch zu idealistisch darstellen. Aber ich denke schon, dass es zivilgesellschaftlich wahrscheinlich noch am ehesten klappen kann. Bedeutet das auch, dass man sozusagen irgendwie einen Konsens schaffen muss, dass man die Demokratie, wie wir sie heute haben, für gut befindet? Also heißt das auch, dass man das System, wie es jetzt ist, dass das akzeptiert werden muss komplett? Weil man könnte ja auch sagen, gewisse Formen der Kritik gegen das System, wie es ist, ist ja durchaus legitim zum Beispiel. Wie geht man halt damit um, also ohne, dass das irgendwie ein Angriffspunkt für Populistinnen ist? Es wäre fatal, wenn jeder, der Populisten kritisiert, automatisch auch immer sagen müsste, so wie es im Moment ist, der Status quo ist perfekt, wir haben die perfekte Verfassung, es gibt überhaupt keine Probleme. Also da läuft man völlig auf. Also sowas wird es nie funktionieren. Es ist ja völlig legitim, dass Populisten Sachen kritisieren. Wir können alle was kritisieren.
Es ist auch nicht illegitim, wenn Sie sagen, naja, wir hätten eigentlich lieber einen anderen Wahlausgang gehabt. Das tut ja auch jeder demokratische Politiker. Der Unterschied ist nur, dass der demokratische Politiker sozusagen sein Repräsentationsangebot wie eine Hypothese darstellt und sagt, okay, ich lege euch das vor, ich hoffe, dass Leute da mitgehen, ich hoffe, dass das in einer pluralistischen Gesellschaft möglichst weit anerkannt wird, weil ich möchte möglichst großen Zuspruch haben. Aber wenn es dann nicht klappt, akzeptiere ich das im Grunde auch. Und ich spiele dann nicht immer die angeblich schweigende Mehrheit gegen diese Ergebnisse aus und habe nicht immer so diese Trumpfkarte in der Hand zu sagen, naja, bei jedem empirischen Wahlergebnis komme ich aber am Ende doch wieder und sage, nee, das ist irgendwie aber illegitim. Oder wenn die gewonnen haben, das kann eigentlich gar nicht sein, denn die repräsentieren ja nicht das wahre Ungarn, das wahre Österreich, was immer es sein mag. Da ist dann auch wieder so eine Scheidelinie, wo man denkt, okay, natürlich können wir alle was kritisieren, die Zustände sind überhaupt nicht perfekt. Die Demokratie ist auch dazu da, dass sie sozusagen jeden, also deswegen auch wieder Zivilgesellschaft, die eigentlich dazu ermutigt, Repräsentationsangebote zu machen. Jeder von uns kann ja erstmal rausgehen und sagen, hier, mir ist ein Missstand aufgefallen, ich habe das Gefühl, dass manche Leute gar nicht wahrgenommen werden, ich habe das Gefühl, dass Interessen nicht vertreten werden, ich habe das Gefühl, dass auch in einem Wohlfahrtsstaat gewisse Identitäten vielleicht falsch interpretiert werden, dass man da Leute in gewisse Kategorien packt, wo sie sich gar nicht wohlfühlen, gar nicht hingehören. Das ist ja alles möglich und völlig legitim. Deswegen ist es auch falsch zu sagen, nur weil zum Beispiel Volksparteien Zuspruch verlieren, haben wir automatisch eine Krise der Repräsentation. Kann genauso gut das Gegenteil sein, dass man sagt, nein, jetzt differenziert sich mehr aus, Menschen fühlen sich besser vertreten durch Parteien, die gewisse Programme haben, die mehr auf sie zugeschnitten sind. Das ist völlig legitim. Also deswegen, denke ich, würde man also einen großen Fehler begehen, wenn man quasi jedem abverlangen würde, er müsste sozusagen erstmal so eine Treueerklärung unterschreiben. Ich akzeptiere alles so, wie es ist, die Verfassung ist perfekt und so weiter und dann darf man ein Gespräch haben. Nein, es kann erstmal alles auf dem Tisch auch. Nur, man kann sozusagen nicht immer wieder, um es etwas drastisch auszudrücken, aus der populistischen Seite quasi so immer so nachtreten und sagen, wir können letztendlich nur eine Demokratie akzeptieren, indem unsere kollektive Identitätsvorstellung die totale Hegemonie hat. Was alles andere ist sozusagen aus unserer populistischen Sicht völlig undemokratisch. Auf den Standpunkt kann man sich nicht stellen. Was mir bei dem Ganzen nicht ganz eingeht, ist, es gibt ja irgendwo diesen Punkt, eben zum Beispiel das Strafrecht greift, wo man sagt, ab diesem Moment, also bis dahin ist es Populismus und ab da ist es was anderes, was unterbunden werden muss. Mir ist immer noch nicht ganz klar, wie wir diesen Punkt bestimmen, vor allem wenn er oft erst ex post überhaupt sichtbar wird. Eine populistische Partei kommt an die Macht und beginnt dann erst davon zu sprechen, wie sie die Verfassung umgestalten möchte. Gleichzeitig ist die Umgestaltung der Verfassung ja was relativ Normales. Also wenn zwei Parteien eine Zweidrittelmehrheit im Parlament haben, in Österreich sind wir das sehr gewohnt zur Situation, wird ständig die Verfassung umgebaut, aber niemand regt sich darüber auf. Jetzt das ungarische Beispiel, dort ist es möglich, dort beginnt Fidesz die Verfassung umzubauen zu ihren Gunsten, damit die alten Eliten ja nicht wieder an die Futtertröge der Macht zurückkommen und dem Volkswillen im Wege stehen. Wo ist dieser Punkt, wo wir erkennen, ab da nicht mehr? Das ist so schwer zu entdecken, oder? Das ist enorm schwer zu entdecken, aber es ist auch nicht unmöglich. Also ich denke, wir tun uns auch keinen Gefallen, wenn wir uns das auf den Standpunkt stellen, dass, naja, jedes Land ist so spezifisch und die Verfassungstraditionen sind so spezifisch und es gibt in Europa ja so viel Vielfalt und da kann man als Außenstehender ja nie was sagen, weil in einem Land gibt es ein Verfassungsgericht, im anderen wiederum nicht und da können wir auch keine gemeinsamen Kriterien entwickeln. Das halte ich für falsch. Und um auf ein konkretes Beispiel einzugehen, wenn Sie sich zum Beispiel anschauen, was dann letztendlich die Venedig-Kommission gesagt hat über die neue ungarische Verfassung. Das waren Sachen, wo man immer wieder gesagt hat, gut, wir zwingen keinem in Europa jetzt sozusagen das alleinselig machende Verfassungsmodell auf. Jeder ist natürlich auch in vielen Fällen am Rumbasteln in seiner Verfassung. Das kann ganz verschiedene Formen annehmen, aber es gibt gewisse Dinge, wo man doch eine rote Linie überschreitet. Und das sind dann nicht unbedingt spezifische institutionelle Ausgestaltungen, sondern wie schnell geht sowas? Ist das pluralistisch? Also es war in Ungarn ja ein immer wieder vorgebrachter Vorwurf zu sagen, ihr habt da überhaupt keinen eingebunden. Das ist wirklich eine exklusive Fidesz-Verfassung, die ja noch dem Volk nie wieder vorgelegt wurde. Gibt es noch irgendwelche Gegengewichte oder hat man quasi so ein System geschaffen, in dem es auch sozusagen so viele Veto-Spieler gibt, dass auch wenn mal irgendwann vielleicht eine andere Partei an die Macht kommen sollte, obwohl man schon genug getan hat im Wahlrecht und den Wahlkreisen und so weiter, um das schon extrem schwierig zu machen, dass trotzdem im Grunde es keine wirklich andere Politik geben darf. Natürlich sind das zum Teil Grauzonen, weil Sie könnten dann auch zum Beispiel jetzt mir antworten, naja gut, aber es ist ja fast so wie die EU, ja. Da kann man ja im Grunde auch keine fundamental andere Politik machen, da müssen ja auch letztendlich alle den Markt immer vertiefen und so weiter. Also man begibt sich eindeutig auf sehr schwieriges Gelände.
Aber meiner Ansicht nach ist auch nicht alles willkürlich und zufällig und wir müssen quasi die Segel streichen. Das eigentliche Problem ist das, was Sie auch am Anfang gesagt haben, nämlich, dass man natürlich im Voraus nicht immer genau weiß, was Sie dann machen werden. Zum Teil tun Sie einem den Gefallen, das vorher anzukündigen und sagen dann, naja, Sie werden schon noch sehen, was alles möglich ist. Ja? Dann ist schon mal so ein gewisser Hinweis da, dass okay, da ist vielleicht irgendwas im Schwange. Aber es gibt natürlich auch andere, die bewusst warten und so tun, als wären sie quasi doch letztendlich eine normale Partei. Und da, denke ich, muss man auch wieder sehr aufpassen, dass man nicht sofort mit der Erwartung kommt, naja, die werden sich ja dann selber entzaubern, wenn sie erstmal in der Verantwortung stehen. Es gibt x Beispiele, wo das nicht der Fall war. Im Gegenteil, viele der populistischen Akteure selber, die zum zweiten Mal an die Macht kommen, haben sehr viel aus ihrer ersten Erfahrung gelernt. Also wir haben ja auch immer die schöne Vorstellung, dass die Demokraten, die lernen immer, ja, Demokratie, Lernprozess. Und die Autoritären, die sind irgendwie alle ein bisschen doof. Und bei denen endet es am Ende immer wieder wie in der Sowjetunion. Die können nämlich nicht umsteuern, die können keine Fehler korrigieren. Da wird es irgendwann mal immer schief gehen, weil das sind ja Autoritäre. Und ich denke, wir haben selber, wenn überhaupt, insofern etwas gelernt, als dass wir auch gemerkt haben, ja, die Autoritären lernen aber auch. Und die ziehen auch die Lehren aus der Geschichte. Und im konkreten Fall zum Beispiel von Ungarn und Polen ist völlig klar, als diese Akteure zum zweiten Mal an die Macht kamen, haben sie sofort gemerkt, okay, wir müssen sofort radikal die Macht zentralisieren. Medien, Justiz. Wir warten da nicht lange, wir verschwenden jetzt nicht irgendwie lange Zeit mit Kulturkämpfen und irgendwelchen Sachen, was da in der Schule gelehrt werden muss. Machen wir zwar auch alles, aber wir müssen sozusagen sofort das System in die Hände kriegen. Und da muss man dann, denke ich, auch darauf vorbereitet sein, vielleicht in manchen europäischen Ländern, weil man merkt, ach, diese Akteure kommen vielleicht an die Macht. Wir müssen irgendwie so eine Art Notfallplan dann haben, wie man dann darauf reagiert. Und dürfen nicht so naiv sein zu denken, naja, die werden schon irgendwie eingerahmt, die werden sich entzaubern, das sind ja Protestparteien. Und dann, wenn man an der Regierung ist, dann kann man ja gar nicht protestieren, nämlich man kann sich nicht gegen sich selber protestieren, etc. etc. Das heißt, die entscheidende Unterscheidung ist eigentlich, handelt es sich um Autoritarismus und nicht handelt es sich um Populismus? Für die Frage. Der Populismus ist schon gefährlich, auch wenn er in der Opposition ist. Denn wenn Sie den Bürgern ständig sagen, dass unser System überhaupt nicht funktioniert, dass die und die gar nicht dazugehören, dass diese Minderheiten gar nicht Teil von uns sind, da richten sie schon genug Schaden. Das ist also nicht, als ob das irgendwie alles harmlos wäre und nur wenn die Leute an den Schalthebel der Macht sind, ist es gefährlich. Es wäre auch ein Kurzschluss, wenn ich das so sagen darf, zu sagen, naja, aber da brauchen wir eigentlich keinen Populismusbegriff, denn wir haben ja schon den Begriff des Autoritarismus. Nicht jeder Autoritäre ist Populist. Es gab genug Beispiele auch im 20. Jahrhundert, wo man gesagt hat, wir brauchen autoritäre Regierungsformen, weil das Volk so korrupt oder so irrational ist, deswegen können wir auch da nicht das Risiko von Wahlen eingehen. Wir brauchen sozusagen den starken Staat von oben, Volk am besten völlig außen vor. Das sagen die Populisten ja nicht. Die sagen ja, also die benutzen ja immer den Referenzpunkt des moralisch reinen, homogenen Volkes nach dem Motto, das Volk hat immer Recht. Die Populisten wissen natürlich immer schon vorher, wer das Volk ist und was es genau sagt. Aber das ist natürlich für die ganz wichtig. Und jemand, der autoritär ist, muss das nicht unbedingt sagen.